Hallo zusammen, Thomas hier. Habt ihr schon mal versucht, Kameras miteinander zu vergleichen anhand der Informationen, die uns die Hersteller bieten? Also es ist Wahnsinn, was man da an Informationen geliefert bekommt. Das größte Problem ist vor allen Dingen, dass jeder Kamerahersteller seine Informationen in einer anderen Art und Weise darstellt und andere Informationen liefert. Der eine lässt die eine oder andere Information weg oder packt sie nur in die Fußnote, der andere stellt sie sehr prominent hinaus. Ist auch gar kein Ding. Das kann natürlich jeder Hersteller machen, wie er möchte und die Aspekte zu seinen Kameras veröffentlichen und bereitstellen, die er gerne rausgestellt wissen möchte. Trotzdem für uns, wenn wir nach einer Kamera suchen, für Fotografie, für Video, dann ist es natürlich eine relativ angenehme Sache, wenn man einen Vergleich hat. Und das ist, wie gesagt, sehr mühsam. Ich habe da jetzt einige Stunden dran gesessen, um die Kameras, die ich euch heute vorstellen möchte, um die mal wirklich miteinander zu vergleichen. Und bei einer Kamera habe ich überhaupt keine Information gefunden. Und ich hatte auch keine Lust mehr zu suchen. Deswegen gilt da, schöne Grüße nach Düsseldorf, Andi, an den Andi Grabo, der mir netterweise zu der Kamera, die er sich zuletzt gekauft hat und die heute auch vorkommt, die wesentlichen und letzten Informationen geliefert hat, sodass ich meine Tabelle dann abschließend vervollständigen konnte. Also, heute geht es um die beste billige Hybridkamera. Also die beste billige Kamera, mit der man sowohl richtig gut fotografieren kann, als auch richtig gut Video machen kann, also filmen kann. Und wenn ich bei billig bin, wenn ich sage billige Kamera, meine ich damit nicht billig im Sinne von Qualität, sondern billig wirklich einfach nur im Sinne von Preis und vor allen Dingen auch im Vergleich zu den anderen Kameras, die da in der Liga gleichermaßen mitspielen. Und da gibt es wirklich eine inzwischen erhebliche Preisdifferenz. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Wir werden uns das gleich angucken. Und was ich mir heute mit euch angucken will, ist weniger, eigentlich überhaupt nicht, sind Fotoaspekte, also fototechnische Spezifikationen, technische Spezifikationen zum Thema Fotografie. Denn da muss ich sagen, ist eigentlich schon seit vielen Jahren, ist eigentlich so die Technik weitestgehend ausgereizt. Ja, es gibt immer wieder noch ein paar Verbesserungen, gerade momentan im Autofokus, gerade ob es dann jetzt noch der Augenautofokus ist, ob der Fokus erkennt, ob das ein Tierauge ist, ein menschliches Auge. Da gibt es, sage mal, Verbesserungen im Detail. Aber wir können schon seit vielen Jahren eigentlich mit jeder Kamera, älteren und auch natürlich mit den neueren, Systemkameras, Kameras mit Wechselbajonett, die einen adäquaten Sensor haben, können wir ohne Probleme hervorragend fotografieren in einer technisch exzellenten Qualität. Und weil das wirklich weitestgehend durch ist, das Thema, wir können in RAW fotografieren, wir können in 12-Bit bis bei einigen Kameras auch 14-Bit Farbtiefe fotografieren. Das heißt, wir haben wahnsinnig viel Spielraum in der Nachbearbeitung. Also das Thema Fotoqualität ist eigentlich bei den Kameraherstellern durchweg auf einem extrem hohen Niveau und für meinen Geschmack nehmen die sich da auch nicht wirklich viel. Der wesentliche Unterschied besteht dann auch allenfalls in der Sensorauflösung der Kamera, die man sich kaufen kann. Wo es aber noch, wie ich finde, erhebliche Diskrepanzen gibt, und das werden wir auch gleich sehen, ist der Aspekt Video, also der zweite Teil von den Hybridkameras, da wo es dann ergänzend um das Thema Video geht. Und da gibt es noch ganz erhebliche Unterschiede. Und gerade wenn ihr auch zu denjenigen gehört, die sich entweder aktuell dafür interessieren, für eine neue Kamera, mit der ihr gleichermaßen richtig gut fotografieren und auch Videos machen könnt, filmen könnt, dann denke ich, sollte der Vergleich heute für euch durchaus sehr interessant sein können. Oder vielleicht einfach nur, weil es euch interessiert und ihr euch selber noch nicht die Mühe gemacht habt, einfach mal so eine dämliche Excel-Liste aufzubauen, in der man wirklich mal alle Kameras, also nicht alle, aber doch eine ganze Reihe Kameras, die zumindest aus meiner Sicht heute in Frage kommen, und auch die Marken, die in Frage kommen, sich einfach mal so eine Liste aufzubauen. Also wie gesagt, ich habe wirklich viele Stunden an dieser Liste gesessen. Und wie gesagt, die wollen wir uns heute mal angucken mit dem Fokus Video. Und auch wenn es, ich habe natürlich keine vollständige Marktanalyse gemacht. Ich habe jetzt nicht alle Kameras aller Hersteller drin. Ich habe mich bemüht, die üblichen Verdächtigen, die Kamerahersteller, die momentan so im Wesentlichen vorkommen, die größten Marktanteile haben, mit einzubeziehen. Und ich habe auch die Liste der Videospezifikationen nicht bis ins Unendliche fortgeführt, sondern ich habe so die wesentlichen Kriterien mal zusammengestellt, die aus meiner Sicht und ich denke auch aus der Sicht der vieler anderer, eine Kamera, wenn man damit ihr gut und flexibel filmen können möchte, die Kamera dann erfüllen sollte. Oder zumindest auch einfach mal, dass wir sehen können, welche Unterschiede gibt es denn. Nicht jeder muss im RAW-Format fotografieren. Nicht jeder braucht vielleicht 10-Bit Farbtiefe. Aber
Eine Kamera, die heute auf den Markt kommt, ich finde, von der sollte man das durchaus verlangen können, weil es einfach auch State of the Art ist. Und genau, wie gesagt, das wollen wir uns heute mal angucken. Und dazu habe ich euch jetzt mal die Liste vorbereitet. Ich mache euch die jetzt mal auf. Und wir gucken uns jetzt erstmal nur die Spezifikationen an. Da steht noch nicht drin, welche Kamera das ist. Das kommt dann zum Schluss. Also gucken wir uns die Vergleichsliste mal an. Ich habe die Liste zunächst mal sortiert nach dem Funktionsumfang. Das heißt, von links nach rechts nimmt der Funktionsumfang der technischen Eigenschaften, die ich auf der linken Seite stehen habe, nimmt ab. Und die Kriterien, auf die gehe ich ganz kurz ein. Eins, was alle Kameras haben, ist heute eine Sensorstabilisierung. Das brauchen wir zum einen zum Fotografieren, da ist natürlich sehr hilfreich, aber natürlich auch gerade beim Thema Video. Nicht immer kann man Gimbal mitnehmen oder eine Steadicam oder ähnliches. Und dann ist es natürlich sehr, sehr angenehm, wenn die Kamera von sich aus schon durchaus in einem gewissen Umfang in der Lage ist, auch beim Video, auch beim Film, das Bild zu stabilisieren. Und deswegen habe ich das mal als ein Kriterium genommen. Und das haben auch tatsächlich alle Kameras, die zumindest ich jetzt in der Liste stehen habe. Das zweite ist das immer wieder gern gewünschte Klappschwenkdisplay. Ist sicherlich nicht für jeden gleichermaßen wichtig, aber ich bin auch da der Meinung, eigentlich sollte heute jede neue Kamera ein Klappschwenkdisplay haben. Auch ein ganz wichtiger Aspekt, ich habe das schon mal in einem anderen Video erklärt, 4K bei 60 Bildern pro Sekunde. Und 60 Bilder pro Sekunde oder vielleicht auch sogar noch mehr, gar keine Frage, hat einfach den Vorteil, dass man mit 60 Bildern pro Sekunde filmen kann und dann später aber schon eine gewisse Slow-Mo-Reserve hat. Wenn man für B-Roll und für andere Geschichten, wenn man gewisse Szenen oder gewisse Aspekte im Video betonen möchte, dass man dann zumindest zeitweilig auch mal ein bisschen das Bild verlangsamt, um dann den Aspekt auf gewisse Dinge im Video zu legen. Also von daher ist es extrem praktisch und ich muss nicht jedes Mal an der Kamera hin und her schalten, sondern ich kann einfach durchweg mit 60 Bildern pro Sekunde filmen und habe dann eben auch da schon mal die gewisse Slow-Mo-Reserve. Also 60 Bilder pro Sekunde bei 4K ist eigentlich, wie ich finde, Stand heute 2020 etwas, was jede Kamera können sollte. Ich finde sogar muss. Was sehr, sehr schön ist und was auch sehr wichtig ist, wenn man wirklich hochwertig filmen will, um später auch in der Videoschnittsoftware, beim Color Grading, bei der Bildbearbeitung des Videomaterials, möglichst viel Reserve zu haben. So ein Logprofil, ein internes, sollte eigentlich der Kamerahersteller bereitstellen. Ob jetzt gegen Bezahlung oder per se standardmäßig drin, sei ganz egal. Auf jeden Fall ein Logprofil ist eigentlich eine sehr, sehr wichtige Option für höherwertiges Filmen, für eine hohe Bildqualität, und ihm dann auch später im Color Grading alle oder viele Möglichkeiten eröffnet. 10 Bit sollte eigentlich heute eine Kamera auch leisten können. 10 Bit Farbtiefe, sodass wir auch, ich habe es gerade schon gesagt, dass wir auch dann da im Color Grading in der späteren Nachbearbeitung einfach wesentlich mehr Raum haben und auch bei Bedarf mal heftiger eingreifen können, ohne dass wir dann gleich Artefakte im Filmmaterial haben. 10 Bit intern sollte die Kamera in der Regel eigentlich auch können. In die gleiche Kerbe schlägt das Thema Color Sampling, also wie gut werden die Farben aufgelöst. 4.2.0 ist manchmal ein bisschen wenig. 4.2.2, finde ich, sollte eine Kamera Stand heute eigentlich ohne Probleme mitbringen. Vor 2-3 Jahren konnte man es vielleicht noch nicht verlangen, weil es technisch einfach noch anspruchsvoll war, auch von dem Hintergrund der Technik, aber die hat sich natürlich auch weiterentwickelt. Das, was an digitaler Technik, an Rechentechnik in so einer Kamera drinsteckt. Also 2020, nach meinem Dafürhalten, sollte eigentlich eine Kamera zumindest intern mit einigen Aufnahmemodi die Möglichkeit von 4.2.2 Color Sampling auch per se anbieten. Dual Native ISO ist sehr angenehm. Ob das jetzt sein muss, mag jeder für sich selber entscheiden. Ich habe es bei den Kameras, mit denen ich gefilmt habe, wo ich es noch nicht hatte, nicht vermisst. Aber ich muss sagen, seitdem ich es beispielsweise bei der Z6, die mich jetzt filmt, habe, finde ich es auch sehr angenehm. Dual ISO hat einfach den Vorteil, es gibt zwei native ISO-Bereiche oder Sensorempfindlichkeiten. Im unteren und in einem etwas geringeren und in einem etwas höheren Sensorempfindlichkeitsbereich, sodass man also dann auch mit, gerade bei dunklen Szenen, wenn man mit diesem zweiten Native ISO-Wert, mit diesem nativen ISO-Wert filmen kann, hat man so gut wie kein Rauschen. Da gibt es eine ganze Reihe YouTube-Videos, die das erklären, kann ich wirklich empfehlen. Also Dual Native ISO ist sehr angenehm und ich würde auch da sagen, Stand heute, 2020, sollte das eine Kamera durchaus anbieten können. Was eine Kamera auch unbedingt können sollte, gerade wenn es auch darum geht, eben nur mit der Kamera zu filmen, keinen externen Recorder, klein, leicht unterwegs sein zu können, sein zu müssen, ist es unheimlich angenehm, wenn man mit All-Eye, also mit Intraframes filmen kann. Ich habe also, wenn ich mit 24 Bildern pro Sekunde filme, habe ich wirklich 24 Bilder
in der Sekunde. Und nicht nur wie bei den Interframes, dass also wirklich nur die Differenz, also die Bildveränderung von einem Bild zum anderen gespeichert wird. Das führt dazu, dass der Rechner später wahnsinnig rechnen muss. Also müsst ihr euch entweder eine entsprechende Hardware kaufen, die das ohne Probleme im Hintergrund mal eben schnell wegrechnet. Ansonsten habt ihr immer wieder Wartezeit. All-Eye sollte eine Kamera heute auch können, gerade vor dem Hintergrund, wenn ich eben nur mit der Kamera filme, ohne externes ergänzendes Zubehör. Videolänge unbegrenzt, muss jeder für sich selber entscheiden. Für Vlogger, für Leute, die sich selber filmen, so wie ich das jetzt tue, ist das natürlich sehr, sehr angenehm. Wenn da nicht nach einer halben Stunde Schluss ist und es geht gar nicht mal darum, dass ein Video immer so lange braucht, man verspricht sich schon mal, man muss vielleicht was zwischendurch noch was umbauen, aber will die Kamera nicht ausmachen. Es gibt viele Gründe, warum auch das Aufzeichnen eines Videos durchaus länger als 30 Minuten dauern kann. Dementsprechend ist es sehr angenehm, wenn das eine Kamera bietet. Auch immer alles intern. Über die externen Recorder, die heben meistens diese Beschränkung auf. Aber es geht auch hier, wie gesagt, darum, mir heute, dass vor allen Dingen die Dinge die Kamera per se von sich aus als Funktionalitäten mitbringen sollte. Was unglaublich angenehm ist, jeder, der filmt, weiß, wie oft er das immer wieder mal vergisst, die entsprechende Belichtungszeit einzustellen, die dann dieser 180-Grad-Regel, diesem Shutter-Angle entspricht. Und dann ist es natürlich wahnsinnig angenehm, wenn ich mit der Kamera einstellen kann, dass die Kamera abhängig von der von mir eingestellten Bildwiederholrate, 24, 25, 30, 60 Bilder pro Sekunde, von sich aus die relative Belichtungszeit, die passende Belichtungszeit entsprechend der 180-Grad-Regel einbezieht, einstellt. Also mir ist das auch schon sehr oft passiert bei den Kameras, wo es nicht geht, dass ich das dann wieder vergessen habe. Dann stand sie wieder auf einer Belichtungszeit von der vorherigen Filmsequenz, wenn ich dann gewechselt habe. Und das ist wahnsinnig angenehm und erspart wirklich auch im Nachhinein sehr viel Ausschussmaterial, dass man dann wirklich dann alle Sequenzen auch immer mit dieser Verschlusszeit gefilmt hat. Ist also, finde ich, etwas, was eine Videokamera leisten können sollte, gehört unbedingt dazu. Also jeder Hersteller, der sagt, er macht auch Videokameras im Kleinbildformat, was auch immer, der sollte eigentlich auch eine Shutter-Angle-Einstellung drin haben. Und wenn wir schon dabei sind, ist ein Waveform-Monitor genau das Gleiche. Wenn man filmt, ist ein Waveform-Monitor wesentlich vorteilhafter, um die Belichtung genau zu beurteilen. Und das Letzte, was immer stärker kommt, ist natürlich wahnsinnig genial, im RAW-Format nicht nur zu fotografieren, ich habe es ja eben angesprochen, bei Foto haben wir es ja, sondern auch im RAW-Format zu filmen. So, das ist also meine Liste und wir sehen jetzt von links nach rechts die Kameras, die mehr und nach rechts immer weniger dieser von mir genannten Kriterien haben. So, und jetzt ist die Frage, welche Kamera ist welche? Wer ist letztendlich der Gewinner? So, und jetzt blende ich euch ein, welche Kamera ist welche? Und was sehen wir? Wir sehen, dass die Panasonic S1 all diese Kriterien erfüllt. Ganz wichtig, ich habe diese Kriterien nicht so ausgesucht, dass die Panasonic S1H diese Kriterien erfüllt und als beste Kamera dasteht. Es geht ja zumal auch um die beste billige. Denn billig, das sehen wir bei der Panasonic S1H, billig ist die nun nicht. Da kostet Stand heute, ich habe die Preise aktuell noch alle noch mal recherchiert, Stand heute kostet die Panasonic S1H kostet 3.500 Euro. Da hat man dann erstmal nur das Gehäuse und Objektive braucht man auch noch. Sofern man nicht inzwischen auf den L-Mount-Objektive ohnehin schon hat, die dann auch zu den Panasonics passen. Die Kamera kann alles, wenngleich 4K mit 60 Bildern pro Sekunde kann sie nicht vollformatig, sondern da hat sie einen 1,5-fachen Crop. Und die nächste Kamera, und das ist für mich dann wirklich die beste billige Kamera, mit der man sehr gut fotografieren kann und mit der man sehr, sehr gut Video machen kann, ist die Lumix G1H. GH5. G1H? Wie kommen wir auf G1H? Wahrscheinlich wegen der Panasonic. Die Lumix GH5 ist inzwischen 3,5 Jahre alt und die kann fast alles, was die Lumix S1H, zumindest was diese Kriterien angeht, auch kann. Die Lumix GH5 ist mit 1.400 Euro die beste billige Hybridkamera, Foto und Video. Ich gehe jetzt nicht auf alle Kameras in der Liste ein. Ihr seht diese Liste, ihr könnt das Video anhalten und ihr seht dann, welche Kriterien die anderen Kameras erfüllen. Eine Kamera, die da eigentlich gar nicht reingehört, aber weil sie aktuell eben auch sehr gehypt wird und wirklich eine absolut beeindruckende Videokamera ist, habe ich sie mal mit reingenommen. Das ist die aktuelle Sony Alpha 7 S Mark III. Die hat nur 12 Megapixel.
Das hat gute Gründe. Dafür hat sie natürlich ein extrem gutes Rauschverhalten und ist natürlich als Lowlight-Kamera sicherlich ein absolutes Biest, gar keine Frage. Aber die Lumix S Alpha 7, nichts Lumix, da muss ich aufpassen, dass ich nicht die ganze Zeit mit den ganzen Begriffen durcheinander komme. Die Sony Alpha 7 S Mark III hat eben einen 12-Megapixel-Sensor. Die Sony-Kamera ist im Prinzip eine exzellente Videokamera im Kleinbildformat, mit der man auch fotografieren kann, aber nicht wie mit den anderen Kameras auch sehr gut fotografieren kann. Sie ist einfach nicht fürs Fotografieren ausgelegt. Sie ist ausgelegt als Videokamera, die bei Bedarf auch mal die Möglichkeit bietet, damit auch ein Foto zu machen. Aber ich denke, niemand würde sich die S1, die Sony kaufen, um damit vor allen Dingen auch fotografieren zu gehen und ergänzend zu filmen. Also insofern habe ich sie farblich ein bisschen anders dargestellt und eben dann auch mit in die Reihung eingebaut. Und was mich gewundert hat, ich habe wie gesagt den Andi gefragt, er hat mir bestätigt, sie hat keinen Shutter Angle, also nicht die Möglichkeit, entsprechende 180-Grad-Regel einzustellen und sie hat auch keinen Waveform-Monitor. Das ist etwas, was ich überhaupt nicht verstehe für eine Kamera, die in dem Fall insbesondere als Videokamera ausgelegt ist. Aber wie gesagt, die ist ja außer Konkurrenz einfach nur mit dabei. So, und dann geht die Reihe bis nach ans Ende und da habe ich dann einfach auch mal, weil es doch sehr viele auch YouTuber gibt, die unverändert auch noch mit der Sony Alpha 7 III Mark III filmen. Und deswegen habe ich die einfach auch mal mit reingenommen in die Reihung. Und jetzt habe ich dann die Reihe noch mal sortiert nach dem Preis. Da steht natürlich, und das ist ja das Thema des heutigen Tages, die Lumix GH5 als beste billige Hybridkamera ganz vorne. Und dann baut sich das nach hinten auf. Dann kommt als nächstes interessanterweise, damit habe ich nicht gerechnet, kommt die Fuji X-T4, die durchaus auch einiges an Video Funktionalitäten hat und so weiter und so fort. Die Lumix GH5 hat Schwächen. Sie ist 3,5 Jahre alt und sie kann einige Dinge nicht wie die aktuellen neuen Kameras. Das sollte man auf keinen Fall verschweigen. Der Autofokus ist nicht unbedingt so das, was man sich heute gerne wünscht. Der ist träge und er trifft auch relativ häufig nicht so, wie er treffen sollte. Sie ist nicht vergleichbar zu auch aktuellen Kameras, nicht so neudeutsch Lowlight fähig. Das heißt, sobald ISO 3200 ist da sicherlich schon Feierabend, dann fängt es relativ stark an zu rauschen. Ich habe mit der Lumix GH5 auch schon kommerzielle Projekte in der Vergangenheit gefilmt. Da bin ich bis ISO 1600 gegangen. Das habe ich dann in DaVinci Resolve im Videoschnitt später im Color Grading ohne Probleme mit der Rauschreduzierung rausbekommen. Also das war überhaupt kein Problem. Aber im Vergleich zu den heutigen Kameras ist sie da nicht mehr so ganz konkurrenzfähig. Also wenn es euch darauf ankommt oder wenn ihr vor allen Dingen auch viel in dunklen Situationen filmt, wo wirklich wenig Licht ist, dann ist natürlich die Lumix GH5 selber nicht unbedingt die Kamera der Wahl. Dann ist sie nicht unbedingt die beste billige Kamera. Aber da gibt es ja beispielsweise noch ein entsprechendes Gegenstück, die Lumix GH5S mit nur 10 Megapixel, die nämlich genau unter anderem auf Lowlight auch getrimmt ist. Genau wie die Sony Alpha 7 S Mark III aktuell. Und dann hätte man auch schon wieder zwei Kameras. Einmal die GH5 und als Backup beispielsweise die GH5S. Also auch da könnte man sich dann durchaus mit der GH5 und ihrem Pendant bestücken. Interessant ist das Ganze natürlich auch vor allen Dingen angesichts des Preises. Gerade wenn wir uns die Canon R5 angucken oder eben bleiben wir mal, weil es dann hochpreisig bleibt. Bleiben wir mal bei der Sony Alpha 7 S Mark III oder meinetwegen nehmen wir auch die Panasonic S1H, die alle zwischen 3.500 und fast 4.500 Euro liegen, nur das Gehäuse. Für das Geld kriege ich zwei GH5 oder besser gesagt eine GH5 und ihr Lowlight-Pendant, eine GH5S. Und habe dann immer noch, je nachdem, was ich da kaufe, locker 1.000 Euro über und kann damit noch das eine oder andere Objektiv kaufen. Es gibt noch einen Aspekt, der muss auch ergänzt werden, Micro Four Thirds hat natürlich nicht die Möglichkeit, so stark mit Unschärfe zu arbeiten, wie das die Vollformatkameras können. Aber es gibt auch für das Micro Four Thirds Format gibt es eine ganze Reihe Optiken, Primes, Festbrennweiten, die auch mit einer Offenblende von 1,2 daherkommen. Und für meine Anforderungen, nach meinen Erfahrungen, auch was ich von vielen anderen Filmern gesehen habe, die dann mit der GH5 beispielsweise gefilmt haben, kann man damit wunderbar auch schöne, weiche, unscharfe Hintergründe ausarbeiten. Das geht ohne Probleme. Weil ich jetzt die ganze Zeit so geschwärme von der Lumix GH5, ich bin von der Kamera immer noch begeistert. Ich werde nicht von Panasonic oder irgendeinem anderen Kamerahersteller dafür bezahlt, dass ich seine Kameras lobe.
Meine Meinung ist, das ist wirklich einfach meine ehrliche Meinung. Ich bin nach wie vor von dieser fast 4 Jahre alten Kamera, die immer noch technisch auf der Höhe der Zeit ist, auch wenn es um Video geht, absolut begeistert. Also, mein Fazit, die beste billige Hybridkamera, die ihr euch nach meiner Einschätzung Stand heute kaufen könnt, klar, immer in Abhängigkeit auch von euren spezifischen Anforderungen, aber wenn wir uns das in Summe angucken, die beste billige Hybridkamera für Foto und für Video ist für mich unverändert Stand heute, Ende 2020 und auch noch fürs nächste Jahr, 2021, die Lumix GH5.